willkommen zurück zu Let's Play Dust in Illusion Tale mit mir, dem Emerios. Ja, in der letzten Folge haben wir uns durch das zweite Anwesen gekämpft und haben ein paar dieser Hakenschrecken, wie ich die jetzt gerne nenne, diese komischen Hühnerviecher mit den Klingen, haben wir auch besiegt, auch wohl einer uns gekillt hat sogar. Und auch mal Zombies, weil ich nicht so ganz drauf war. Ja, und um die Westen habe ich mich schon gekümmert, nachdem ich geladen habe. Und ja, dann wollen wir schon mal weitergehen. Weil es gibt hier noch ein bisschen was zu tun. Wie man sehen kann. Das allein schon mal die Zombies. Wenn man das nennen kann. Also die Viecher, Zombies. Habe ich jetzt mal schon. Zack, her mit dem Stuff. Au. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Na? So. Einmal bin ich aufgepasst. Kampfkunststein. So, jetzt haben wir mal, da sehen wir schon den Sprung von der Gesundheit. Plus 15% Rettungsbonus. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, aber gut. Wir nennen Angriff. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir auch wieder einen Punkt mehr zu verteilen hier. In Verteidigung und Fidget. Aber ich jetzt mal, wir sollten das auch erstmal hochtreiben. Also Gesundheit und Angriff. Zumindest ein bisschen. Und hier ist auch schon das nächste Anwesen. Aber wie gewohnt kommen wir jetzt erstmal hier. Ein bisschen nochmal sehen, auch schon den Händler. So, erstmal den letzten Zipfen wegnehmen. Übles Gebiss als Bauchplan. Wenn das keine Waffe ist, dann will ich nicht mehr Emerios heißen. Na, wir nehmen. Boah, was nehmen wir denn? Kimbab. Nehmen wir. Gucken wir mal. Da, übles Gebiss. Zähne können genauso effektiv sein wie jede andere Waffe. Plus 80 Angriff. Na, ist jetzt nicht so. Ja, was Besonderes. Drehende Glut ist halt jetzt Gold. Ganz geil. Aber den Objekt drauf und das Geld, das möchte ich jetzt nicht unbedingt liegen lassen. Ich kaufe noch ein paar von. Los, Modus. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Davon brauchen wir nur einen. Haben wir noch irgendwas Besonderes zum Verkaufen? Nein. Your transit. So. Und weiter geht's. Ab ins Anwesen. Welches wiederum heißt Samachua Anwesen. Da geht's irgendwie weiter. Es geht nach links weiter. Also. Es geht nach rechts weiter, meine ich. Nun schießt es ihnen das 3. Also wir sind schon auf einem guten Weg, alles richtig rumzumachen. Bei mir habe ich damals angefangen beim 4. und danach kam ich zum 2. Also komplett verquer. Also gut. Die anderen 3 Anwesen auf der Wiese wurden geleert. Ob Meister Kane und dieser General etwas damit zu tun haben, ich werde nie erfahren. Der Meister kommt fast nicht mehr aus seinem Büro heraus. Manchmal denke ich, dass ich ihn weinen höre. Manchmal höre ich ein verrücktes Schreien, wie Dinge umgeworfen und zerbrochen werden, aber er lässt mich nie rein. Was geht in diesem Haus vor sich? Ob der gute Kane dem Wahnsinn verfallen ist? Und da haben wir auch schon die alte bewährte Musik. Und das Leuchtevieh. Oh. Schlag noch mal zurück, da kann ich noch ein bisschen. Meins? Meins. Okay. Was aber das war? Meins. War noch was so. Ein Schlüssel. Das Anwesen und hier ist nix. Hier ist schon eine Brosche. Eine alte und wunderbar verzierte Brosche. Sehr schön. Und Häschen. Warum auch immer die in so einem Teil sind.
Fall hört man hier Wasserrauschen. Also muss hier irgendwo ein Wasserfall sein. So, damit wir nicht zu hoch gehen. Ah, darf man mit den Schlüssel bekommen. Die ist scheint zumindest. Ach Gott, Genie. Spektralweste. Schon wieder. So, was erwartet uns Monster hier? Natürlich die Nekromant. Kann zumindest denken, dass die so genannt werden. Obwohl, das sind Untote. Müssen es nicht eigentlich Licht sein? Naja. Darüber lässt sich schwer und gerne schon reißen, wenn wir den Untoten das Fürchten lernen. Obwohl das auch keinen Sinn macht, weil die Untoten eigentlich keine Empfindungen mehr haben dürften. Aber. Alles ist Game. Au! Der hat mich gehaut! Im Feuer! Au! So. Müssen wir abgehen? Meine Güte! In den Feuer wirbeln! Hauen die mich! Obwohl die da drin sind. Schön! Hoppla. Ne, war richtig. Naja. Wir sehen uns gleich wieder da. Fängt ja gut an. Hier sind wir wieder. Und ja, wie wir sehen können, hat der untote Licht da oben die Gegner richtig gut gespawnt da oben. Die kann ich sogar treffen durch die Wand. Was zum Teufel. Den einen nimmst du. Hey, drängt uns sich vor. Das könnte ich nicht mehr treffen. Aber. What the fuck? Warum renne ich denn jetzt? Ach, eben schon hat sich jetzt in die Luft gefallen. Dem ich vorhin ausgewichen bin, damit ich nicht explodiere. Sehe ich trotzdem, obwohl das alles so schummrig ist. Ob ihr dort auch sehen könnt, das ist die Frage. Gibt es hier irgendwie was? Das ist die andere Frage. Nein, scheint nicht so. Okay. Ganz kurzer Weg. Hey, den Weg kennen wir doch. Hui. Ich rush hier mal schnell durch. So. Hier sollten wir eigentlich weitergehen. Gerade außer Reichweite. Zack. Zack. So. So, die Bombe brauchen wir. Nicht dafür. Au! So. Oh, der ist schon. Komm mit. Ich brauche mal. Hallo. Ah, komm her. Wunderbärchen, drei Schlüssel. Wunderschön, wunderschön. Dann könnten wir gleich auch zum. Oh, spring da nicht runter. Das war jetzt unbeabsichtigt. So, jetzt aber. Hotdog. Ganz gern gesehen. Den aufgefüllt. Ja, schön. Komm. Dann ein bisschen extra Erfahrung. Gerne. Nein. Na? Ein 8179. Das ist schon mal eine schöne Zahl.
Aber das geht deutlich höher. So, um den ganzen Scheiß zu sichern, echt, dass nochmal was passiert. So. Au. Ja, kritisch getroffen. Ja, 40. Oh mein Gott. Ich werde mich nie immer noch was davon erholen. Ja, damit. Ach ja. Wuhu! Da stehen getroffen, aber plus Zufall. Plus Glück. Zufall. Glücks. Nein. Au! Da, unglaublich! Ich hasse die Viecher, habe ich ja schon mal gesagt. Das geht zum Glück recht schnell, weil wir direkt wieder hier sind. Das spawnen die Viecher direkt vor mir. Gut, ich hatte keine Energie mehr zum Ausweichen. Das war sehr, sehr, sehr gut. Das ist eine leichte Steinweste. Hey! Oh, was zum Henker! Oh ja, ich verbrenne noch mit 83 Schaden. Mann, der spawnt aber auch immer die scheiß Viecher dann direkt. Okay. Was zum Teufel? Meine verdammte Güte. Ach, jetzt spawnst du mal nicht die scheiß Viecher. Gott verdammt, ey. So, wir haben irgendwas bekommen. Ich glaube, ein Amulett. Das wäre schon bestimmt schon. Ja. Ja. Nix von Interesse. So. So, jetzt habe ich dich, du kleiner Bastard. Meine Güte. Die Viecher sind doch so übel, ey. Ah. Ja, die kann ich gebrauchen. Ich hau. What the fuck? Das gibt's nicht. Ich hau den und der schlägt fröhlich drauf. Da, take 4. Für den bisschen Scheiß hier. Auch haben, wenn ich schon für diesen Scheiß so Quatsch mache. Jetzt bin ich ein ganz klein bisschen stinkig. Ganz klein bisschen. Ah, noch nicht. Das muss ich.